Mein Name ist Matthias Danzer, ich bin Bereichsleiter für die Automatisierung bei der Firma Maplan aus Österreich. Die Automatisierung hat mittlerweile auch in der Produktion von Elastomer-Spritzgussteilen Einzug gehalten. Wir haben hier als Unternehmen diesen Wandel mitgetragen und sich vom Lieferanten für Spritzgussmaschinen zum Lieferanten für komplexe, vollautomatische Produktionszellen rund um die Elastomerverarbeitung entwickelt. Wir setzen hier in diesen Zellen, die wir hier sehen, die wir MAP-Autozellen nennen, auch eine Vielzahl von unterschiedlichsten Industrierobotern ein. Unsere Kunden wünschen sich einen Lieferanten, der ein Komplettsystem liefern kann. Zusätzlich kommen noch Themen wie Kostendruck, Personalmangel und steigende Energiekosten auf den Kunden zu, die eine Automatisierung unumgänglich machen. Wir sind ein Unternehmen mit 300 Beschäftigten weltweit. Für uns steht Qualität, Technologie und Kundenzufriedenheit an erster Stelle. Genau diese Werte konnten wir auch bei der Firma Stäubler als Lieferant wiederfinden. Es gab für uns neben der Qualität und Technologie der Stäubler-Robotik aber noch einen ganz entscheidenden weiteren Punkt. Stäubler kann uns hinsichtlich des Vertriebes bei der Angebotserstellung, dem Support, dem technischen Support und auch der Schulungsabteilung hier optimal unterstützen und somit zu einer sehr professionellen Realisierung unserer Projekte beitragen. In unseren vollautomatischen Produktionszellen setzen wir unter anderem die MAP-MED-Serie ein. Hinter der MAP-MED-Serie verbirgt sich das komplette Produktportfolio von Stäubli Robotics, sowohl im Sechsachs- als auch im SCADA-Bereich. Die hochdynamischen Sechsachs-Robotern der MAP-MED-Serie setzen wir vorwiegend bei der Maschinen B- und Entladung ein. Das Beispiel, wie man hier im Hintergrund sehen kann. Aber die schnellen SCADA-Roboter setzen wir vermehrt auch bei der Einlegeteilebereitstellung, aber auch bei den nachgelagerten Prozessen ein. Bei der Einbindung unserer MAP-MED-Serie setzen wir auf die Powerlink-Schnittstelle. Wir setzen die Bedienerfreundlichkeit in den Mittelpunkt. Die Erstprogrammierung unserer Robotersysteme erfolgt bei uns im Werk, aber für den Kunden kann jede Roboterbewegung, jede Roboter-Schritt einzeln über die MAP-Steuerung angewählt werden. Das hilft dem Bediener bei der Einschulungsphase und unterstützt im laufenden Betrieb. Im Konkreten heißt das für den Anwender, dass sämtliche Roboter-Teachpunkte und Offset-Werte direkt über die MAP-Steuerung an den MAP-Roboter übergeben werden können. Das erleichtert die Einschulung und erleichtert den Bediener, wenn er etwas ändern möchte an der Anlage. In der Zukunft werden uns Themen wie Sicherheit, Vernetzung und Intralogistik immer mehr beschäftigen. Auch hier kann Stäubler mit dem weiten Produktspektrum jetzt schon viele Lösungen aufzeigen.